den ganzen Scheiß hier? Warum mache ich denn dieses scheiß Video? Warum erzähle ich über so ein scheiß Drecksgame? Warum mache ich das nun? Ja, ich dachte mir, falls ich einen unnatürlichen Todes sterbe mit meinen 70 Kilo und eine Überfettung sterbe oder sonst was, will ich wenigstens noch der Nachwelt sagen, wie scheiße dieses Game ist. An meiner Seite ist natürlich mein bester Inet-Friend, Steffen. Nabend. Wir waren alle bei der High Level. Ja, ja. Gut. Viele kennen mich, kannten mich, keine Ahnung. Mein Spitzname war immer Hermann. Ich meine, wer kennt dich nicht, ne? Ja, danke für die Blumen. Da warst du. Ja, ich war ebenfalls, aber bin noch ein High Level. X Steffen X, auch genannt. Vielleicht kennt ihr mich. Vielleicht auch nicht, wie auch immer. Ja, ja, komm, dich will keiner kennen. Danke. Es geht. So ein scheiß Game, kann ich bloß sagen. So ein scheiß Game. Es war mal richtig geil. Warrock war mal richtig geil. Wir waren richtig fasziniert davon, wo wir angefangen haben. Ja, aber hör zu, wir waren nur fasziniert, weil wir keine anderen Games kannten wie Call of Duty. Das gab es damals noch nicht. Ja, also erstmal scheißegal. Warrock war damals richtig geil. Das war, man kann sagen, geil. Aber als die. Dann gab es mal einen Grafikpatch mit 100 MB. Super. Es sah ein bisschen besser aus. Super. Dafür ging die Lex doppelt so hoch. Plansystem ja, sowieso, kannst du gar nicht spielen. Selbst dieses scheiß Schwein hackt im Game. Ja. Das ist das allerletzte geworden, das allerletzte. Ja. Die Community genau. Ist für den Arsch. Ja. Das ist. Jeder zweite Name im Game, wie schon von Alter 4 der Tim gesagt hat, ist Bushido oder Sido. Brauchst du bloß bei OBS mal Bushido eingeben. Wie viele Namen kommen da? Siehe da, mehrere. Ja, die Dinger sind vielleicht uralt, die Accounts, aber trotzdem findest du immer noch einen Bushido 93 und selbst einen Bushido 98. Unglaublich. Ja, ja. Was gab's denn noch für so Rapper? Gehen wir mal Sido ein. Da sieht man mal das Durchschnittsalter. Ein Wacher, ganz einfach. Das ist einfach. Die 12-Jährigen spielen das, du wirst halt auch zugeflamed. Die wissen gar nicht, was Huso bedeutet, aber müssen es erstmal schreiben. Sowas. Ah, das regt mich auf. Manometer. Ist einfach nur schlecht. Ich hat ein riesen Hackerproblem. Ein riesen Hackerproblem. Ihr wisst's vielleicht, oder wisst nicht, ist mir so auch so ein Scheißegal. Ich hab damals einen Monat lang gehackt. Ich hab's damals gesagt, lippenklar, weil ich Eier in der Hose hatte, was die anderen nicht haben. Aber das Erstaunliche, was ich damals gesehen habe, als ich gehackt habe den Monat. Wenn ich durch die Wand geguckt habe, konnten mich die ganzen High-Level selber angucken. Woran lag denn das wohl? Ah. Ja. Ja? Kannst du dreimal raten, woran, ja? Ja, die hängen selber, ne? Würde ich mal sagen. Ja, klar. Es gibt kein High-Level momentan, was anscheinend nicht hacken tut. Selbst die, wo ihr immer glaubt, ey, das sind alles Spieler, wow, wie schafft er das? Das ist alles bloß ein Hexer. Man könnte jetzt Namen nennen, ne? Ja, man könnte Namen nennen. Ich könnte viele Namen nennen. Durch Insiderwissen weiß ich aber, dass K2 selbst mit den Hackerseiten zusammenarbeitet. Die lassen die Accounts bannen, die downloaden sich die Hacks auf den Hackerseiten, encoden die, neuen Update, kommt dann das Hacksheet-Update mit raus, die werden gebannt und was machen die kleinen Kinder? Oh scheiße, ich wurde gebannt, neuen Account, neues Premium drauf. Wow, K2 wird Geld verdient. Gratulation. Oh. Woher kriegen sie das Geld? Von der Mutti. Taschengeld wahrscheinlich, eine Paysafe-Card ja, zum Geburtstag. Das Taschengeld würde nur 10 Euro Kreditkarte drauf gehen. Alter. So ein, das ist war mal richtig nice und das ist so tief gesunken, allein die Community. Ich habe meine ehrliche Meinung mal gesagt in der deutschen Warrock-Community. Was kam raus, Steffen? Ja, siehe da. Schwupp. Warte, siehe da, Wurf, Bann bis 2035. 32, ja, und was die Begründung des Bannes? Die Gründung, Steffen, ist ciao. Unglaublich. Ja, ich habe ja bloß mal in den Tweet meine ehrliche Meinung gesagt. Grund. Ciao. Was für ein Kind? Scooby, aha. Ja, ein wahrer KQ-Admin, der selbst Moderator ist im Game mit 15 Jahren. Mit 15 Jahren. Oha. Ich darf meine ehrliche Meinung zu dem Game nicht äußern bei einem 15-Jährigen. Wow. Also ich glaube, ich bin hängen geblieben, muss ich mal sagen. Ja, ja. Wir wissen alle, dass da keine Freunde hat und nichts und sich im Internet behaupten will, aber naja, pfff. Ich gehe lieber mit meinen Freunden im Real Life ein Bier trinken. Ja, was gibt's noch zu sagen ja, zu diesem Drecksgame? Es ist scheiße, es ist miserabel. Leute, ihr könnt anfangen zu spielen von mir aus, aber ein gut gemeinter Tipp.
Lasst es sein. Kauft euch einen neuen PC und Erst. spielt dann lieber Call of Ja, Duty Modern Warfare 2. ich empfehle euch, auch wenn es gratis ist, investiert die scheiß 50 Euro für Call of Duty Modern Warfare 2. Investiert, es lohnt Ja, sich. das hebt sich nachher eh aus, wenn ihr euch jeden Monat Gold Premium kauft und so ein Zeug. Ja, das hebt sich aus. Oh, okay, das war alles, was zu sagen war. Macht's gut. Spielt ja Jo, nicht dieses scheiß haut rein. Dreckscame. Ciao. Tschüss. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf.